Wahnsinn, was die Spieler einfach immer wieder leisten, wie sie auch mit Rückschlägen immer wieder umgehen. Heute finde ich, wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und dann in der Halbzeit waren die Köpfe unten und dann habe ich zu ihnen gesagt, Jungs, spielt mit Überzeugung in allem, was wir machen, voll oder ganz oder gar nicht. Wenn du dann diesen Willen, diesen Glauben, diese Leidenschaft zeigst, dann hast du auch mal das Spielglück mit dem Elfmeter. Und dann waren wir wieder da und dann erzielen wir das 2:1 und bringen es über die Runden und stehen jetzt im Achtelfinale. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Das ist einfach überragend und was mir am meisten Freude bereitet und mich wahnsinnig stolz macht, ist, dass wir immer wir waren. Ja, wir haben unser Ding durchgezogen. Egal in welchem Stadion, zu Hause oder auswärts, egal welcher Gegner, egal ob Rückstand oder ob wir vorne waren. Und heute waren wir dann zweite Halbzeit auch wieder auf hohem Niveau. Wir selbst. Und deswegen, ja, finde ich auch, dass wir völlig verdient im Achtelfinale stehen. Und großes, großes Kompliment an die Spieler. Die schönsten 9 Monate waren die Schwangerschaften meiner Frau. Habe ich mich noch mehr gefreut danach, weil alle Kinder gesund zur Welt gekommen sind. Aber es waren. Danach kommen diese 9 Monate, zumindest beruflicher Natur.